Summen im Thermico wieder jetzt zurück zu einer neuen Folge von Transparfeur. Ich randaliere gerade in meiner Wohnung, das hat man doch sehr, sehr gerne. Und wir sehen, ich habe 26 Millionen. Wo ist das Geld nur her? Richtig, das ist geliehen. Anders können wir uns jetzt unseren nächsten Traum nicht erfüllen, einen neuen Zug zu bauen oder eine neue Bahnverbindung. Die aber, ich sag jetzt mal, recht gemütlich und klein werden soll. Es soll keine großartige Bahnsache werden. Ich möchte einfach den Verkehr weiter einregen. Und dazu brauche ich eben die Bahn. So. Machen wir erstmal hier so nach und nach ein paar Städte miteinander zu verbinden. Hat eben den Grund, wenn ich jetzt gleich alle miteinander verbinde oder sowas, oder alle Bahnhöfe baue und kein Geld mehr arbeiten, ist es natürlich sehr, sehr gut. Dann haben wir nämlich keinen Bahnhof, dann freut mich natürlich. Wir werden außen herumfahren. Klappt das? Ich will natürlich ohne große Verteuerung, dann erfreut mich das. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt in letzter Zeit so viel Minus wieder mache. Beziehungsweise, ich weiß es vielleicht indirekt. So. Denn einige Frachten, die machen kaum noch Geld. Und das ist sehr, sehr traurig. Das macht man sie sehr, sehr traurig, Leute. So. Wasserbahnhof wäre verbunden. Wir haben noch 25 Mille. Ich würde fast gerne ein bisschen rüberfahren. Also so viel Geld werden wir jetzt noch nicht haben. Wir werden jetzt hier eine harte Kurve einschlagen. Hier rum. Und werden hier unseren nächsten Bahnhof bauen. Ganz einfach und simpel. Wenn er hinpasst. Dann nehmen wir mal so einen flexiblen wieder. Dann können wir nämlich hier ein bisschen... Nee, so nicht. Wir wollen die andere Seite. Eine harte Kurve einschlagen lassen. Damit das besser aussieht, wenn man so um die Kurve hier rumfährt. So, nächster Bahnhof wäre angeschlossen. 24 Millionen haben wir noch. Bin relativ sparsam heute. Durch die Berge möchte ich mich heute noch nicht quälen. Das kommt dann in den nächsten Parts irgendwann mal. Und hier wird dann einfach mal ein einfacher Zug lang geschickt. Ein kleiner Personenzug. Güterbahnhof. Werden wir mal außerhalb bauen. So, schön abgelegen. Schön in Richtung Bahnhof. Soll er sich dann eingleisen erst. So. Natürlich müssen Signale hinkommen. Theoretisch ein Signal. Weil ich glaube, anderswo werden wir es nicht brauchen im Moment. Und dann gucken wir uns mal an. Weil wir haben ja tausend von neuen Waggons in den letzten Jahren sogar bekommen. Und wir wollen mal gucken, was haben wir denn hier Schönes zur Verfügung. Also wir haben ja erstmal Strom anliegen, das ist gut. Ich würde sagen, den ICE 2, ich möchte erstmal speichern, bevor hier wieder irgendwelche Probleme gibt mit dem Spiel. Man weiß ja nicht, es gibt immer wieder welche Sachen, wo man sich denkt, ouch, hätte ich das jetzt bloß nicht gemacht. So, den ICE 2 kaufen wir für 10,9 Millionen. Funktioniert, nice. Triebwagen. Ne, Triebwagen eigentlich nicht. Also hier hätten wir noch den Dualstock, den haben wir noch nicht. Wir haben den ICE haben wir noch nicht. Wir haben den ICE 3 haben wir, glaube ich. Aber wir wollen Wagen, wir wollen Passagierwagen haben. Wir haben hier tausend von, gefühlt tausende. Ich würde mal sagen, wir haben ja eigentlich ein ICE vorne dran. Nur aber zu Ansicht. Wir haben aber noch nie diese russischen Doppelstockwaggons genommen. Vielleicht. Nee, die passen. Die sehen scheiße aus dahinter.
Drei von denen dürften erstmal reichen. Was wir danach noch vielleicht einfach irgendwas mal bauen oder sowas, können wir ja mal später schon. So. Dann machen wir eine neue Linie. Mir fällt gerade eine Idee ein. Die werden wir gleich mal durchsetzen. Ist noch die Frage, wie ich das jetzt gleich mache, aber wir werden das gleich mal machen. So, hier in die Kurve und hier zurück und dann wieder zu 1. Denn wir werden jetzt, keine Ahnung wie oder wo oder was oder was auch immer, den Bahnhof auf dreigleisig ausbauen. Im Notfall sogar vierer. Ja, vierer, dann sieht es nämlich besser aus. So, viergleisig. Dann werden wir nach Retzenau. Das ist mein Magen gewesen. Ich habe vorhin was gegessen, was, naja, gefühlt gut war, weiß ich nie. Und hier machen wir einen Kopfbahnhof rein. Was mir gerade auffällt, wir haben zwar den flexiblen Ding hier noch, aber wir haben kein Kopfbahnhof altertümlich. Altertümlich hört sich jetzt auch verrückt an. Aber kein flexiblen Bahnhof alt mehr. So. Eigentlich könnten wir hier das sogar alt bauen. Mache ich aber mal nicht. Denn was habe ich vor? Ich habe das eigentlich am Anfang schon mal angekündigt gehabt. Einfach aus dem Style her möchte ich das bauen. Oh, jetzt geht's leicht nach oben. Weil mir das persönlich real auch gefällt. Alter, was geht in meinem Magen vor? So. Bauen wir bis hierhin. Dann kommt hier, dann kommt das hierhin. Gut, so zwar nicht. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt mal kurz lösen, das Problem, was ich hier habe. Und zwar, wir brauchen hier ein Einfahrtsignal, hier ein Einfahrtsignal, hier ein Einfahrtsignal und hier ein Ausfahrtsignal. Das war es eigentlich schon. Dürfte eigentlich schon reichen. Wenn nicht, müssen wir das dann gleich lösen. Ich sehe, da ist irgendeine Sache, die Probleme uns bereitet, aber was ist denn das? Die Tram 2 hat keinen elektrischen. Aha. Nur wie kommt sie hierher? Das ist natürlich ein richtig, richtig kranker Bug. Müssen wir das eben hier ausbauen, elektrisch. Haben wir gerade kein Geld? Scheiße. Haben wir kein Geld mehr. Müssen wir kurz warten, bis wir Geld haben. Reicht das? So. So. Was macht die jetzt? Die fährt weiter, okay. Müssen wir mal gucken, dass das ja ohne Probleme weiterläuft. Hoffe ich mal. So, jetzt kommen hier auch langsam die Waren und alles an. Macht der Zug denn langsam schon mal plus? Läuft das leicht? Also langsam kommen hier ein paar Waren an. Da dauert natürlich auch seine Zeit, wenn man so überlegt. Guck mal hier, wie sich das hier staut. Die Treibstoffbahn, hat die überhaupt schon was aufgenommen oder sowas? Nee. Wird natürlich das Problem haben, dass das vielleicht noch nicht so angelaufen ist und das Treibstoff natürlich erstmal woanders hingeht.
Vielleicht müssen wir auch mal ein neues Schiff noch kaufen, dass das vielleicht noch mehr weiterläuft. Wo ist denn unser Treibstoffdepot? Ja, also da können wir noch ein neues Schiff bauen. Da können wir noch ein Schiffchen reinsetzen. Hier. Nee. Nee. Ja. So, nur für Treibstoff. Kaufen wir noch mal eins. Das geht auf Treibstoff Trebs. Dann haben wir nur noch ein paar Cars. Die finde ich ja richtig nice. Deswegen kaufen wir noch eins davon und gehen auf die Strecke hier. Weil die werden mir eben bestimmt viel einnehmen an Geld. Gucken wir mal. Diagramm. Die nehmen viele Leute mit und nehmen natürlich auch sehr gutes Geld ein, weil sie auch relativ schnell sind. Da gibt es nichts zu meckern. So, was natürlich hier unten mit der Bahn zu tun hat, sehen wir vielleicht als nächsten Part. Aus zwei Gründen, wir haben gerade kein Geld und zweitens drückt mir mein Arsch. Die Linie 14, die läuft gerade. Ach, wir haben die Bahn noch nicht angeguckt. Fährt sogar schon wieder zurück. Das ist ein langer Bahnhof. Okay, der hält weiter vorne, ist mir natürlich auch egal jetzt. Ich werde das Spiel einfach dann weiterlaufen lassen. Und hoffen, dass ich dann wieder im Plus bin und nicht so sehr im Minus. Also wie. Jetzt kommt der Zug. Ja, es fehlt eben der Kopf. Aber sonst sieht das gut aus. Und ich würde mal sagen, Leute, wir machen gerade Plus. Die Zeit nutze ich mal. Wenn euch da ein Spot gefallen hat, der Kurzpart, dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn ich einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Nächsten Part könnt ihr euch freuen, da kommt ein historischer Zug. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.